Oder ich nehme die Straße, die ich nehmen sollte. Aber kam ich da nicht her? Die Felsen runterkullern? Surfer. Ach, Anton. Schießt auch nur im Weg. Der Kampf gegen den Herrscher wird wahrscheinlich auch ziemlich lutschig, sage ich mal. Weil alles andere war ja auch nicht gerade stark. Nee, da kam ich nicht her. Ich kam von dort. Uiuiui. Oh Gott. Okay, ich dachte, man wird jetzt wirklich runtergeschleudert, aber es ist ja gar nicht schlimm, wenn man getroffen wird. Was ist denn los? Ist hier schon der Herrscher? Da! Ein... Was ist nochmal? Ein Storch, genau. Ich wollte ganz kranich sagen. Adebaum, Herrscher des weiten Himmels. Na, Schweif. Ja, wir sind overleveled as fuck. Das Herrscher-Pokémon Adebom frisst etwas. DF, du hast es also bis zum Herrscher-Pokémon geschafft. Da ist er, der Herrscher des weiten Himmels. Hat er etwa die Felsen runtergeworfen? Nur, dass du ihn abgelenkt hast. So habe ich es ohne Beulen am Kopf hierher geschafft. Sieht so aus, als ob er sich etwas mehr Power verschaffen will. Fast wie eine geheime S-Kraft. Los, DF, wir müssen alle Register ziehen. Alle Register. Ich mache einfach meinen Blossenhieb. Keine Ahnung, wie das nochmal hieß. Und dann ist er weg. Nachschweif, genau. Wer andere Steine bewirft, muss sich eine setzige Niederlage schmecken lassen. Hast du Geosali oder... Ja, Geosali. Ich hätte gerne gesehen, was Geosali für ein Level hat. Ja, okay, das war ja unlustig. Das wird noch unlustiger, wenn wir zu den ersten zwei Arenen gehen. Ich habe das Herrscher-Pokémon Adebom besiegt. Hey. Das war krass. Voll. Also, hätte ich beinahe nicht geschafft. Oh, das war spitze, DF. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass uns Felsen auf den Kopf fallen, oder? Wir finden da drin doch bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das der Herrscher-Pokémon vorher runtergeschlungen hat. Machen wir uns Schrankings auf die Suche, bevor es zurückkommt. Ich sag immer wieder, wie sollen die zurückkommen, wenn wir sie besiegt haben? Okay, jetzt bin ich irgendwie gespannt, ne? Hier muss es sein. Das letzte Geheimgewürz. Findet ein Schengel bitteres Geheimgewürz. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Bitteres Geheimgewürz hilft dabei, das Blut besser zirkulieren zu lassen. Außerdem wärmt es den Körper stark und stärkt das Immunsystem. Dann bereite ich mal das Essen vor. Ja, das hier so und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Ist Peppers Power Sandwich perfekt abgeschmeckt mit dem letzten Geheimgewürz. Nimm es hier und halte dabei diesen Orden als Freundschaftsbeweis fest in der Hand. Herrscher des weiten Himmels bezwungen. Was ist das für
Es schmeckt wahrscheinlich nicht gut. So wie es aussieht. Pfad der Legenden. Oder riecht nicht gut. Aber die fressen das trotzdem. Agia! Oder? Ne, Angia diesmal. Möchtest du mir rein und ein Sandwich geben? Na gut. Rhea! Miralun hat die Reittechnik Wellenreiten erlernt. Hey, es kann schwimmen. Hey, es ist Mastifisio Fioso. Ich lese das immer falsch vor. Mastifioso an der Reihe. Es. Na komm, schlag zu. Damit wird es dir bald besser gehen. Die Elfe und ich haben uns dafür richtig ins Zeug gelegt. Das wird so wie früher, du wirst schon sehen. Dann spielen wir wieder ganz viel Ball zusammen. Wir spielen so viel, wie du willst. Also werd bitte wieder gesund, ja? Mir wünsche ich mir doch gar nicht. Agia. Trauriges Agia. Wieso so lange schwarzer Bildschirm? Willst du wieder die Mastifioso? Du hast wirklich alles gegeben. Es ist okay, ich bin stolz auf dich. Was denn? Er will Ball spielen. Was? Was? Er will Ball spielen. Es geht ihm wieder gut. Mastifioso. Urso. Du, ja. Oh, ist das schön. Happy End. Okay. Was denn jetzt? Ring, Ring, Futurus? Hallo Delphi, spricht Futurus. Was? Was ist Pepper? Agia! Miralun scheint bis auf seine Kampfkraft alle seine ursprünglichen Kräfte wieder erlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt auch mit dir über Wellen reiten. Miralun kann sich nur noch auf Wasseroberflächen fortbewegen. Während des Wellenreitens kannst du weiterhin durchdrücken, des Speckloffes mit ihm springen. Agia! Wer die richtige Entscheidung ist, in deine Opfer zu geben, dir. Für wen hältst du dich eigentlich? Diese Stimme, Pepper, bist du das? Ich wollte dich die ganze Zeit kontaktieren. Außer dir kann schließlich niemand das Labor betreten. Im Ernst? Begib dich zusammen mit DF zum Leuchtturmlabor am Kutscharico-Pfad. Wenn ihr dort angekommen seid, melde ich mich wieder. Was ist denn? Was? Ja, dann machen wir uns auf den Weg, oder? Ich will aber noch die Arenen vorher machen. Vielleicht weißt du es schon, aber gerade eben auch mein Vater. Er war immer nur mit seiner Forschung beschäftigt und nie zu Hause. Ich hatte seine Stimmen seit Jahren nicht gehört. Und jetzt soll ich plötzlich den Laufburschen für ihn spielen? Leg dich nicht auf, Junge. Soll wohl ein Witz sein.
Ah du, Miraidon, ihr wollt doch bestimmt dahin, richtig? Ich koche vor Wut, aber weil du es bist, mache ich trotzdem. Das Loch im Leuchtturm am Kucharikufahrt, erinnerst du dich noch daran, da wo wir uns das erste Mal getroffen haben? Ja, ich weiß noch. Komm, gehen wir gleich, bevor ich es mir anders überlege. Was? Das sah ein bisschen fies aus. Hast du das wirklich? Wieso? Wieso sollte es nicht gewesen sein? Okay, wo muss ich denn als nächstes hin? Können wir ja mehr oder weniger hinfliegen. Hier hin. Dann markiere ich ja auch nochmal kurz. Ich drücke alle Tasten, nur nicht die richtigen. Hier, wo war es? Hier. Ah, wir tun die... Das Buckel sind da anvisieren. Okay, dann in die Richtung. Okay, auf geht's. Ich meine, das war ja kein richtiger Kampf, deswegen brauche ich auch nicht zu dem Pokécenter da unten. Hihi, TMs sind super. Mit Hilfe von TMs habe ich meinem Pokémon alle möglichen starken Attacken beigebracht. Evangelina, was ist das denn für ein Name? Dann fragt uns. Delfinator. Level 20, okay. Na, was für ein Scheiß. Ich sage, was für ein Scheiß, weil wir overlevelt sind, wie geht nicht mehr. Luxio. Oh nein, ein Luxio, ein Elektro-Pokémon, es ist stärker. Oh nein, Beldroa. Es ist stärker als Delfinator, oh nein. Beziehungsweise hat einen Typ. Advantage, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Ja, das war ja ein Satz mit X, ne? Also für sie hier, für Evangelina. Ich muss auch stärkere TMs erstellen. Ja, du hast nicht mal eine Attacke benutzt. Das war ja lächerlich. Ich muss in die Richtung. Da sehe ich schon die Stadt. Ah, das sieht eher aus wie Bauern. Also kein Bauernhof, aber... wie Felder sieht es da aus? Was ist denn da unten für ein Pokémon? Huch, huch. Ich hole erstmal den Ball hier. Was bist du? Ein Barmelin. Oder die Weiterentwicklung vielleicht auch. Ich konnte es nicht so ganz von hinten erkennen. Hallo Trainerlein, ich mach dich kaputt. Die westliche Zone 1 wird vom Wind beherrscht. Wusch, wusch. Wusch, wusch. Was für ein Scheiß. Pablo. Setz ein Blutzug ein. Level 15 oder so eine Scheiße wahrscheinlich. Nein, sogar noch schwächer. Oh, was für ein Scheiß, ey. Jetzt nimm doch den Wind nicht aus den Segeln. Nimm mir den Wind doch nicht aus den Segeln. Du kannst halt die falschen Tasten. Weil ich habe vor kurzem auf dem Xbox-Pad gespielt. Und will die ganze Zeit B drücken. Weil ich denke, das ist A. Das ist doof, wenn du halt andere Controller benutzt. Und ich mache hier mal eine kleine Pause. Hier, das ist die Taste.
Ja, es läuft weiter. Die Aufnahme meine ich. So, ich habe, wie ihr gesehen habt, kurz gespeichert außerhalb der Aufnahme. Und jetzt sind wir auf dem Weg hierhin nach... Wie heißt die Stadt? Moldrit. Nicht Madrid, sondern Moldrit. Und dann... Was für eine Arena ist das denn hier? Was für ein Typ? Ich meine, ist auch scheißegal. Ich bin sowas von overleveled. Ich glaube, das sollte die erste Arena sein. Käfer. Da bin ich mal so frei. Espinodon setze ich nach vorne, weil der, glaube ich, Käfer auch gut platt machen kann mit Eis. Aber wie es sich gehört, schaue ich mich hier mal um. Ich meine, ich gehe in den Garten von dem Typ hier. Nein. Hier ist ein LKW. Wo ist Mio? Herr Mio. Machst du eine Andeutung darauf? Dieser Lastwagen. Mit diesem Laster verfracht mir unsere Oliven. Zum Erntezeit ist also immer mächtig was los. Okay. Hier ist die Arena. Also das Kampffeld. Fly Baby. Lass ein bisschen tauschen. Angeblich kann die Blume von Flabébé ganz unterschiedliche Farben haben. Hast du eines? Wärst du so gern, gegen meinen Snomnom zu tauschen? Farbe ist mir auch egal. Nein, ich hab schon Snomnom. Glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Was ist das hier für ein krankes Haus? Hier sind Vivillons. Hier ist auch ein Kampfplatz. Ich glaube, das ist der. Ist ein. Der hier. Ist, glaube ich, von. So ein privater halt. Von jemand anders. Und der. Aha, wusste ich doch, dass hier irgendwo ein Item sein muss. Und der andere ist wahrscheinlich der Hauptkampfplatz von der Arena. Was kann man denn hier kaufen? Kann alles empfehlen. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich kann auch da mit dem Händler gar nicht reden. Mal schön in die Gärten und Vorgärten von fremden Leuten. Da gibt es immer gute Gegenstände, die man mitnehmen kann. Okay. Essen, Brot. Privates Haus. Mit noch ein LKW. Wo ist das Mio? Kein Mio hier. Nein, nein. Was für ein Quatsch. Dann gehen wir mal in die Arena rein. Das ist, soll ja eigentlich die erste Arena sein. Deswegen wird mir das noch irgendwie präsentiert oder so. Obwohl das jetzt meine siebte sein müsste. Ja, es gibt ja acht und ich mache meine letzten zwei Grad. Also ist das hier die siebte. Hallo, Nemilla. Ich habe schon von deinem Sieg gehört. Glückwunsch zum sechsten Arena-Orden. Wusstest du, dass nicht mal 10% aller Herausforderer so weit schaffe? Was? Weil es überrascht mich kein bisschen, dass du zu dieser talentierten Minderheit gehörst. Ach, du übertreibst. Ja, sicher nicht. Ich wusste schon nach unserem ersten Kampf, dass du mal richtig stark werden würdest. Also, wie wär's mit deiner Aufwärmübung, bevor du dich an der Arena versuchst? Na los, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Kämpfen, kämpfen. Ich kann nicht mal Nein sagen. Selbst wenn ich nicht wollen würde. Also wenn ich wollen würde, Nein zu sagen. Könnte ich nicht. Aber ich will sowieso kämpfen. Tada, hier werden wir kämpfen. Sieht das Gelände hier also aus, okay? Dann weiß ich Bescheid. Man sollte sein Umfeld immer vorher checken, weil sich dann nämlich unter anderem auf die Handfestigkeit der Pokémon auswirken kann. Ist das wirklich so oder ist das nur Gelaber? Sorry, dass ich dich einfach mitgezerrt habe, aber Aufwärmübungen können nie schaden. Also dann DF, der Kampf ist das Ziel. Also kann man besser kämpfen, wenn man die Arena vorher gesehen hat? Oder ist das wirklich nur Gelaber von ihr? Okay, der Kampf wird wahrscheinlich ein bisschen härter. Wolverock. Da will ich Espinodon vorne. Das ist natürlich doof.
Da wollen wir mal sehen, mit welchem Können du dir 6 Arena-Ohren erkämpft hast. Level 42, das ist nicht gerade ohne, aber ich mache trotzdem einen Großklingenstoß. Ich meine, gegen mein Level 60 Espinolon ist das halt nichts, aber... mit Cargo weiterkämpfen. Das ist dieses Schleim-Drachen-Pokémon, das ich auch besitze, deswegen kann ich nachgucken, was du für ein Typ bist. Nur Drache. Okay, mach mal Eiszahn. Slimy. Autsch, das hat gesessen. Dafür werden wir uns revanchieren. Du konntest noch nicht einmal angreifen. Und du hast es wahrscheinlich gar nicht. Pamomamo. Nein. Das war ein Kampf-Pokémon. Das, und vielleicht auch eins, was eine Bodenattacke kann. Das ist mir aber egal. Großklingenstoß. Und weg ist es. Uff, in Pokémon-Kämpfen kann echt alles passieren. Gerade das macht sie so spannend. Ja, alles passieren. Ich mach dich gerade fettig. Maskagato und nicht Maskago. Deine Katze wieder. Oh, ich liebe diesen Nervenkitzel, aber der Kampf ist erst vorbei, wenn er vorbei ist. Hat sie ihren Terra-Typ geändert oder ist er immer noch Pflanze? Es geht der Spaß, ist richtig los. Leuchtet Terra-Kristall-Orb. Du bist so am Arsch, Maskagato. Oder wie du nochmal hieß. Hitzer. Oh nein, es konnte schneller angreifen. Tschüss. Was für ein Scheiß. Ah, schade, ey. Ich bin selbst für die Kämpfe schon overlevel. Okay, du guckst schon Level 65, meine Güte. Ich wusste es, du bist genau der Richtige. 7740 Poker-Dollar, das ist nicht gerade wenig. Ja, der Sieg geht an dich. Du bist wirklich immer stärker. Du wirst immer stärker. Ich kann echt heute nicht lesen. Ja, jetzt ist es soweit. Und deine Pokémon habt euch aufgewärmt. Ihr seid perfekt vorbereitet. Hier ein kleines Dankeschön für den Kampf. Haupttränke, hey. Bis zum Champ-Rang fehlt nicht mehr viel. Gib deinen letzten zwei Orden nochmal richtig Gas. Bring dich noch schnell zum Empfang zurück. Ja, die letzten zwei Orden. Mit den leichtesten Trainern. Arena-Leitern, was auch immer. Ja, ich möchte teilnehmen. Willkommen an der Arena von Moldrit. Lass mich dich zuerst als Herausforderer registrieren. Dein Name ist Dave, sagst du? Bevor du dich mit der Arena-Leiterin Rona messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, am Olivenrollen teilzunehmen. Was? Der Olivenanbau spielt eine bedeutende Rolle hier in Moldrit. Seit Generationen veranstalten wir daher das Olivenerntefest, um eine reiche Ernte zu erbitten. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du einen Ball, der eine Olive nachempfunden ist, ins Ziel rollen. Wenn das gelingt, werden wir nächstes Jahr sicher mit einer reichen Olivenernte belohnt. Was für ein Scheiß. Wenn du dich für Details bitte an das Personal vor Ort. Der Austragungsort für das Olivenrollen ist natürlich der Stadt. Ich markiere ihn für dich auf die Karte. Viel Erfolg! Was ein Quatsch. Nördlich der Karte, nördlich des Dorfes. Das müsste also eigentlich hinter der Arena sein, ne? Nee, hinter dem ganzen Ladaradatsch. Da oben? Oder wo ist das? Ah, das ist ja schon hier. Wir sind beinahe vorbeigefahren. Olivenrollen. Willkommen am Austragungsort für das Olivenrollen. Bei dieser Arena-Prüfung musst du einen riesigen Olivenball bewegen, indem du ihn kräftig anstößt. Es geht also um Muskelkraft und Ausdauer. Bewältige die verschiedenen Hindernisse und befördere den Olivenball ins Ziel. Nimm dir das, hast du bestanden. Möchtest du dich an der Arena-Prüfung versuchen? Ja.
Wahrscheinlich kann ich meine Pokémon nicht benutzen, sondern muss selber Hand anlegen. Großartig, dann sprich den Wunsch nach einer reichen Ernte aus und bringe den Ball mit aller Kraft ins Rollen. Kann ich Miraidon einfach rufen und dann die Kacke hier machen, oder wie sieht das aus? Nimm an Olivenrollen teil, Arena-Prüfung. Geht das auf Zeit? Nee. Komm, Miraidon! Oh Scheiße, was mache ich hier? Ich weiß, dass man hier gegen Trainer kämpfen kann. Aber ich umgehe die gerade aus irgendeinem Grund. Nicht, dass das gewollt ist. Nicht zurückgehen. Muss ich hin? Wenn man die Trainer hier besiegt, dann machen die Platz frei, dass man da einen schnellen Weg hat, aber das kann man auch kann uns auch egal sein. Hui. Weil wir sowieso schon gewonnen haben. Das war ja, naja, alle Arena-Prüfungen waren jetzt nicht wirklich schwer. Ein paar kniffliger als die anderen, zum Beispiel bei Aoki, Masklara hieß, glaube ich, die Stadt. Die Arena-Prüfung, die war ein bisschen rätselhafter, also rätsellastiger, meine ich, als so andere. Wieso hast du so komisch geguckt? Dank dir dürfen wir uns wohl auch im nächsten Jahr auf eine reiche Ernte freuen. Du hast die Arena-Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Bitte sag am Empfang der Arena Bescheid, wie deine Prüfung ausgegangen ist. Viel Erfolg beim Kampf gegen die Arena-Leiterin. Er hat echt merkwürdig geguckt. Wieso sind hier... Das sind Wilde? Ja, die kann ich... Kann ich bin nur mal verprügeln. Wie viel kriegst du denn dafür? Ah, ist ja lächerlich. Auf zur Arena. Ich finde es aber immer noch traurig, dass die Arenen alle gleich aussehen. Hallo DF, denn Olivenrollen scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserer Arena-Leiterin stellen. Möchtest du Arena-Leiterin Rona, die honigsüße Käferkönigin, herausfordern? Ja, mir geht gerade die Stimme flöten. Ist nicht gut, dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Jo. Lade. Die hat Vivillon. Ist schön auf, mein liebes kleines Vivillon. Vivillon. Ich spreche das immer sehr französisch aus. Vivillon. Na, wenn wir ja. Na, wen haben wir denn da? Du bist aber ein entzückender Trainer. Oh, vielen Dank für deine Hingabe beim Olivenrollen. Bist du auch eine Köchin oder was ist das für ein Outfit? Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Rona, die Inhaberin des Konditorei Mukurosi. Sie ist eine Bäckerin oder Konditorin. Ach, Moment, wir sind ja hier auf dem Kampfplatz der Moldrit Arena. Ich bin Rona, die Arena-Leiterin hier. Wenn ich nicht meinen Pflichten in der Arena nachgehe, arbeite ich als Konditorin und kreiere süße Leckereien. Was haben Süßigkeiten, die dich mit einem bisschen glücklich machen und Käfer-Pokémon, die sich in Pflanzen verstecken, gemeinsam? Die mögen klein sein, können aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Was laberst du? Bleib standhaft, sonst hauen wir dich aus den Socken. Ja, das wird jetzt richtig schlimm. Ein richtig harter Kampf. Oh nein.
der erste Arenaleiter, Arenaleiterin des ganzen Spiels. Ob das man Espinodon schafft gegen das Mikrik? Wenn du meine Käfer-Pokémon für süß und ungefährlich hältst, hast du bald ein Problem. Ich halte sie nicht für ungefährlich, doch, eigentlich schon. Knirscher. Knirsch, knirsch. Oh nein, Mikrik wurde besiegt. Wie habe ich das bloß geschafft? Ist mir die Stimme vielleicht geblieben. Geschafft, wollte ich sagen. Tarundel. Oh nein, ein Tarundel. Oh nein. Das ist der erste Pokémon, was man fangen kann. Knirscher. Hast du wenigstens ein entwickeltes Pokémon als letztes oder was ist da für ein Käse? 16 Erfahrungspunkte, also ehrlich. Ja, die Ursache. Oh nein. Wie kann das sein? Ich dachte, du wirst eine Käfertrainerin. Wieso setzt du ein Normal-Pokémon ein? Du kannst dich schlecht. Mal sehen, wie wir jetzt wieder auf die Beine krabbeln. Wieso setzt ihr ein Normal-Pokémon ein? Verstehe ich nicht. Knirsche. Es ist soweit, schreife deinen Kokon ab und zeige dich in all deiner Pracht. Was? Terra-Kristallisierung? Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Oh nein, es ist ein Käfer-Pokémon auf einmal. Wie schrecklich. Der Kampf wird hart. Wird bestimmt verlieren. Oh shit, ich habe gewonnen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ah, wir sind so overlevelt für alles, was noch kommt. Ich meine, wir waren sowieso overlevelt für alles, was schon kam. Also das meiste hier in dem westlichen Teil des Landes. Meine süßen Pokémon können noch auf ihren vielen Beinchen von da kriechen. Sogar während des Kampfes wächst deine Kraft wie ein guter Hefeteig. Selbst muss mich wohl noch weiterentwickeln. Meine allersüßesten Glückwünsche, du hast gewonnen. Ich überreiche dir diesen Arena-Orden als Zeichen dafür, dass du mich besiegt hast. Wir gönnen dir ruhig auch diese selbstgebackene Leckerei à la Runa. Moldrit Arena gemeistert. Juhu, Cupcakes. Wenn du 7 Arena-Ohren hast, lassen sich Pokémon bis Level 55 leichter fangen, gehorchen dir. Hihi, die Leckerei scheint dir ja gut geschmeckt zu haben. Möchtest du nur zum Nachtisch noch eine TM? Anspringen. Was ist Anspringen? Der Anwender greift an, indem er das Ziel anspringt, dadurch sinkt auch die Initiative des Ziels. Ist aber wahrscheinlich so schwach, dass es keinen Sinn mehr macht, die zu nehmen, die TM. Deswegen gucke ich gar nicht erst nach. Wusstest du, dass du mit einer TM Maschine mehr von den TMs herstellen kannst, die du während des Abenteuers erhältst. Möge dir eine honigsüße Zukunft bevorstehen. Tutorial-Gelaber. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. In der wievielten Spielstunde sind wir jetzt? Und es kommt Tutorial-Gelaber. Weißt du, dass die TM-Maschine bla 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 bla. Okay. Und ihr Kind? Hallo auch, ich bin's Kay, erinnerst du dich noch? Die Arena scheint dir ja keine großen Schwierigkeiten zu bereiten. Kay? Hm, hoppla, stimmt ja, ihr beiden kennt euch noch gar nicht. Das ist Dirf. Er kann so gut mit Pokémon umgehen, dass sogar der Top-Champ auf ihn aufmerksam geworden ist. Oh, na sowas. Meine Pokémon sind aber auch sehr stark. Hm, ich frage mich, wer von euch beiden wohl stärker ist. Also, ich bin von einem Typ 4, also bin ich bestimmt viel besser, jawohl. Aha, du bist echt knuffig. Dieser Schöpsel hier gehört tatsächlich zu den Top 4. Ja, genau. Hoffentlich kann ich dir ganz doll bald meine Pokémon zeigen. Ja, ich freue mich schon drauf, dich zu vernichten. Komm ganz schnell zur Pokémon-Liga, ja? Sie ist der höchste Punkt der Trainerkarriere. Der Trainerkarriere, genau. Da warte ich dann auf dich. Bis bald. Hey, nicht so schnell, warte. Nun, da hast du Poppy gehört. Leg dich auf für sie ins Zeug, okay? Viel Erfolg. Hey Poppy, lass mich hier nicht so einfach stehen. Ich mag die Top 4 irgendwie. Haben wir alle Top 4? Ne, bis jetzt nur 3 Top 4 Mitglieder und der Top Champ.
Aber ich mag deren Charakterisierung sehr gerne. Sind alles ziemlich lustig. Auch wenn wir von Poppy nicht viel erfahren haben und von Hey eigentlich auch nicht. Ich muss meine Pokémon heilen. Wir wurden so stark verprügelt in der Arena. Ich muss meine Pokémon heilen. Ich will eigentlich nur meine AP wieder haben. So. Dann nix wie zur letzten Arena. Oder wahrscheinlich soll das die zweite sein im ganzen Spiel. Weil ich will mir auch, wenn ich hier alles fertig habe, auch in YouTube angucken, was eigentlich der gewollte Weg war von dem Spiel. Ich glaube, ich muss in die Richtung, ne? Ich gucke nochmal auf die Karte, aber ja, ungefähr, ja. Azarila. Psycho, okay. Zielort festlegen. Hat sich eigentlich das Psycho-Symbol geändert? War es nicht einfach ein Auge oder sowas? Wahrscheinlich, weil das unnichte Symbol auch ein Auge ist, hat man es geändert. Oh nein, ein Wasserfall, ich komme da nicht rüber. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Evoli. Ja, ein 4-Sterne-Evoli. Mal gucken, ob ich darauf Lust habe. Das wäre Typ Eis. Dann nehme ich Skelokrok oder Saltigant? Saltigant haben wir so wenig eingesetzt, deswegen nehme ich ihn. Alleine kämpfen. Ich weiß gar nicht, was für ein Level ein 4-stufiges Evoli hat. Oder allgemein 4-Stufe Terror Raid. Naja. Und das Team. Wieso nimmst du einen Sichlor mit zu einem Eiskampf? Das ist alles sehr effektiv. Also das ist nur das Schärfste, was ich habe. 100. Nochmal Aram-Boss. Weil Evoli gegen Saltigant wahrscheinlich ganz so klein ist. Okay. So klein ist es jetzt auch nicht. Dann mache ich lieber die Karate-Attacke, die Kampfattacke meine ich. Hammerarm! Okay, schwach ist das Evoli auf keinen Fall. Initiative sinkt. Charme. Was? Es würde sich heilen. Ich würde nicht mal was machen. Steinhagel. Ist ja gut. Dann machen wir trotzdem Steinhagel. Okay, es ist wirklich sehr schwer, das wieder kaputt zu machen. Nochmal Hammerarm. Ja, wir machen fast keinen Schaden mehr. Ich meine, Saltigant ist der, der noch am meisten Schaden macht. Meine Initiative ist sowieso schon im Keller. Ja, Bamelin. Nee, wie heißt das? Die nochmal? Bojelin, ne? Ich muss noch
hier die Attacke und dann ist es besiegt. Ich will keinen heftigen Angriff nicht standhalten. Was? Wieso bist du nicht besiegt? Was für ein Käse. Ey, Bulli war schon die ganze Zeit schon besiegt und wollte einfach nicht aufhören. Ja, da werfen wir einen Ball, aber nur einen Pokéball. Weil die Pokémon sowieso jedes Mal gefangen werden. Solange hier nichts anderes bewiesen wird, werfe ich auch keinen anderen Ball. Außer einen normalen Pokéball. Ja. Evoli wurde gefangen. Ich meine, ich habe schon genug Evolis. Eins. Jetzt habe ich zwei. Ich möchte auch gerne gucken, wie stark das jetzt vom Level war, weil das hat echt was ausgehalten. Außerdem wüsste ich dann auch, was mir 4-Sterne-Rates entgegenzusetzen haben. Ja, ich weiß. Viele Boxen habe ich, meine Fresse. Da, Evoli. Level 45, okay. War jetzt nicht ohne. Bei 45 geht ja auch eigentlich noch klar. Aber es geht ja natürlich auch noch schwächer.